Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So liebe Zuschauer, heute machen wir mal was ganz Besonderes. Sunny ist schon am Ort seiner Bestimmung. Heute gibt es nicht bedingt eine Jagd. Ah. Jeder von uns hat eine Knarre und wir haben einen Job. In dem Spiel gibt es Pflanzenfressereier und wir machen jetzt abwechselnd so, dass jeder versuchen muss, dieses Ei durchzubringen. Jeder hat zwei Versuche. Wir dürfen irgendwo große Fassbomben aufstellen und wir dürfen den behindern. Wenn derjenige, der gerade dran ist, sein Ei verliert, hat er den Run verloren. So, du darfst auch erst dann loslaufen, wenn wir beide unsere Bomben platziert haben. Wir dürfen aber Vitalität setzen. Hm? Wir dürfen aber von den Käfern welche benutzen, oder? Die Käfer darfst du benutzen. Wir dürfen auch von den Käfern welche benutzen, also von den. Du musst es nur schaffen, das Ei durchzubringen. Jeder hat zwei Runs. Wer die meisten durchgebracht hat, der hat gewonnen. Gibt's einen Gleichstand, dann dürfen beide gleichzeitig nochmal laufen und der Erste, der dann sein Ei verliert, hat verloren. So, okay. Ich habe beide Bomben aufgestellt. Ich hab meine Kanone bereit. Und wir dürfen uns natürlich irgendwo positionieren, um jetzt den Sunny so richtig schön auf den Nerv zu gehen. Ich und Kai freuen uns gerade tierisch darauf. Sunny wirkt eher weniger glücklich. Wer genau weiß, dass wir nerven werden. Ach was, ich find die Idee witzig. Die Frage ist, ob meine Fastbomben überhaupt zum Einsatz kommen. Oh, wir stehen natürlich perfekt, ne? Du mit der Schrotmunition, ich mit der Streumunition. Was sagst du? Kann ich schon anfangen oder? Du kannst anfangen! Unser Job ist es ja, dich aufzuhalten. Keine Sorge, beim nächsten Mal gibt's wieder eine normale Jagd, aber wir wollten das einfach mal machen. Kommt er denn von da unten? Wait. Ich kann mal ausprobieren. Geht das? Nein! Verdammt! Ich dachte, ich hätte einen Vorteil euch gegenüber, aber ich kann den Hund nicht mit dem Ei benutzen. Schade. Wäre auch verboten. Also, okay. du hast die Bombe gut platziert. Wir dürfen aber dich nicht direkt in den Weg stellen. Ja, halt, für Schrot dürfen wir schon ein bisschen näher kommen, aber wir dürfen nicht direkt im Weg stehen. Wo ist der hingeflüchtet? Ah, da unten. Du weißt, du musst es da ganz unten hinbringen, ne? Im Ernst, die Fassbombe hast du ja echt toll platziert. Ich am besten runterkomme. Wo ist der denn überhaupt gerade? Ach, der ist über die 8 geflüchtet. Los, Kai, wir müssen ihn aufhalten. Da unten läuft er. Hast du ihn im Visier? Habe ich ihn aus Versehen wieder gemutet? Ah, nur ich hatte mich selber gemutet aus Versehen. Kai, verzieh dich! Nee, es ist unser Job, dich aufzuhalten. Ich wusste, dass du rauskommst. Ich war gerade kurz abgelenkt. Ich bin auf dem Weg, dass da meine Bombe vorbeigekommen ist. In der 2 habe ich eine Bombe platziert, benutze sie, Kai! Wo ist die Bombe? Da kannst du nichts abgeben. Die Box ist ganz unten. Basislager. Ach, fuck, jetzt stimmt ja. Da war ja was. Okay, ich hab's jetzt auch mal hinterher geschafft. Ich war kurz abgelenkt, weil ich hier wieder in OBS rein musste. Ah, nein. Meine Knarre war nicht geladen. Kann ich dich auch mit Detonation erwischen? Nein! Ach nein, ich kann den Seilkäfer nicht auf dem Ort. Was ist das? Kacke.
Ja, musst du wenn vorher machen. Ich wüsste so gerne, ob ich mit Detonation erwischen kann, aber am Ende geht es nicht. Ich überlege gerade, wie ich am besten hier hochkomme. Nein! Habe ich, hab ich ihn runtergeschossen? Nein, er hat sein Ei verloren! Mann. Ja! Er hat sein Ei verloren! Jawohl! Okay, Sunny hat seinen ersten Mann verloren. Sag dir aber nicht an euch, nur zur Info. Naja, ich habe schon noch auf dich geschossen. So, jetzt ist ja, der nächste dran. Kai darf sich. Wir bereiten die Bomben vor und Kai ist halt jetzt dran zu leiden. Oh nö, das finde ich jetzt nicht cool. Was findest du nicht cool? Der Kuh, oh, ist der Kuh bei der damit? Jawohl! Der ist ja gerade aufgetaucht. Also wir dürfen nicht da unten in den Raum. Das ist das Einzige, was wir nicht dürfen. Halt, dass wir ihn nicht instant abschießen können. Da lang geht der. Schlau, schlau, schlau. Ein Fuchs ist ja geil. Wo will der denn hin? Ah, ich sehe schon. Naja, du hast ein bisschen Vorteil, hinterher zu kommen mit dem Hund. So wusste ich, dass du jetzt hier in das Camp kommst. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bin noch auf dem Weg. Wo ist er denn? Also, dürfen wir uns noch erhöhten? Erhöhten Raum bewegen oder müssen wir halt. Wir dürfen nicht direkt an ihm dran stehen. Außer für Schrot, da dürfen wir ein bisschen näher kommen, weil die nicht so eine hohe Reichweite hat. Ich bin runtergefallen. Aber ich nehme mal die Miefen jetzt hier mit. Das ist eine Höhle. Er hat sich verkrochen. Wo ist er? Ach, da unten! Da unten flüchtet er! Sunny! Okay. Jetzt wissen sie, jetzt haben sie es rausbekommen, wo ich lang bin. Verdammt, der nimmt den Cheaterweg. Muss ich mir merken. Für meinen Run gleich. Er läuft einfach komplett ganz unten lang. So, jetzt habe ich dich aber. Jetzt habe ich dich im Visier. Scheiße, ich habe keine Muni drin. Nein, ich wollte gerade die Streumuni schießen. So einfach kriegt ihr mich nicht. Er darf es nicht durchbringen! Los, Sunny! Bin auf dem Weg! Bin auf dem Weg! Hi! Geh weg! Go! Nein, ich hab nicht geh getroffen! Weg, nein, Ed kommt! Halt ihn auf! Geht weg, ihr Sacknasen. Ups, nein, das wollte ich nicht. Ich meine, da vorne habe ich irgendwo eine Bombe hingesetzt. Entkommt, Sunny! Nein! Autsch, das war mein Schell am Boah, die drei, nee, die ist nicht gut zum Fließen dafür. Ich habe keine Muni drin. Ich hab das Gefühl, da schlägt immer irgendwas hinter mir ein. Ja, ich versuche die ganze Zeit hinterher zu kommen, aber du hast ja auch zwei Schallkäfer. Nee, Kai hat's geschafft, er hat sein Ei durchgebracht. Vergiss es! Bin nur plus Ei geliefert. Okay, okay. R.1. Jetzt bin ich dran. So, jetzt aber. Jetzt beginnt mein erster Run, das wird super. Let's go. Hoffentlich bringe ich's durch. Ja. Wo will ich lang? Ah, ich sehe, wo ich lang will. Ich habe Kais Schleichweg gefunden. Oder auch nicht. Gar nicht mal so einfach, ne? Ich hätte vielleicht vorher Ausdauer hier regenerieren sollen. Ich habe nämlich gerade gar keine. Darf ich nochmal neu starten? Ich habe keine Ausdauer.
Größer Hit. Hm? Ich sehe deinen Namen, aber ich kann dich nicht sehen. Gut so. Kann man Namen für sowas ausblenden? Nein. Schade, wäre witzig. Ja, Sunny hat gerade. Erinnert mich beim nächsten Mal einfach mir vorher noch die Ausdauer zu gönnen. Ich habe halt gerade nur so ein. Gerade mal so ein, die Hälfte von den Balken. Bitte, liebe Katzen, lasst mich in Ruhe. Warum ist er hier unten in der Höhle drin? Hallo! Well, tschüss! Jedre, darfst du mir nicht folgen! Du darfst halt nicht direkt an mir dran stehen! Ach du Scheiße! Yep. Ganz knapp an der Wand entlang. In der Hoffnung, dass sie mich nicht trifft. Warum hat sie dran? Er verfehlt die Munition! Ja, er hat die Kiste verfehlt! Nein! Ja! Okay, ich hab meinen Run auch verloren, das ging recht schnell. Aber ich hatte auch null Ausdauer. So, wo will er lang? Das können wir ja mit der Karte. Was heißt eigentlich diese zwei Pfeile, die sind irgendwie nur beim Schützen? Was heißt eigentlich diese zwei Pfeile, die sind irgendwie nur beim Schützen auf der Lebensleiste? Hm? Hä? Welche Pfeile? So zwei Pfeile auf der Lebensleiste, also an er will durch die Wüste! Ah, der, aber im der, Untergrund, der wird deinen Gang benutzen. Der geht hinten rum. Dann hätte ich das doch nur als zweites getan. Ich habe am Ende noch eine Bombe platziert. Sogar eine Mega-Fass-Bombe. So, wo fängt dieser Gang an? Hier. War aber auch gemein, dass ich halt ohne Ausdauer da lang musste. Hatte ich halt null Chance zum Ausweichen. Ja, das war. Hatte ich nicht was? Nein, okay, geht nicht. Ich glaube, ich weiß, wo ich mich hinstelle. Ich bin schon in der Nähe. Nein. Aber ich darf ihn halt in dem Gang nicht angreifen. Ich renn nur mal voraus, ne? Wir machen übrigens noch eine Sonderregel. Diese Mega-Munition, die man hier so aufladen kann, die darf man nur einmal benutzen. Weil sonst ist das zu OP, wenn man damit wirklich durchrattern kann. Ja, Sunny, wo willst du lang? An der Wand. Hast du ihn im Visier? Nein! Bin ich angekommen. Nein! Bin so ungewohnt mit dem Schützen. Bin so ungeübt mit dem Schutz. Mit dem Schützen. Ich will das als Schwertmeister machen. Getroffen! Ich will aufs Maul hauen dafür. Ja. Nein! Ich habe ihn mit der Schrot erwischt! Ja! Kai, du bist dran. Ich hab Sunny aufgehalten. Mann, er nimmt den Weg da unten. Halt ihn doch auf. Er ist ein Zahni. Hallo. It's me, Sunny. So weit kann ich nicht schießen. Nein. Ich habe mein Ei zerdeppert. Ich bin zu hoch. Ich bin zu weit geflogen. Ja. Zählt. Ich bin zu tief gefallen. Also sein zweiter Run lief echt kurz. Wenn ich es jetzt schaffe, mein Ei durchzubringen, müssen ich und Kai halt gleichzeitig laufen und gucken, wer das Ei zuerst verliert. So, ich bin jetzt bereit für meinen zweiten Run. Ich habe mein Ei und bin auf der Flucht. Ich bin auf der Flucht vor dem Gesetz. Sie haben herausgefunden, dass ich illegal Eier mit mir schleppe. Ich bin ein illegaler Eierhändler. Eierschmuggler!
Ja, was soll ich denn sonst dazu sagen? Hier unten, da kann ich ja noch eigentlich gemütlich latschen. Also wie gesagt, ihr dürft nicht direkt an mir dran stehen, ne? Weil der Schrot auch gerade so, dass es treffen kann. Kaut der da im Hintergrund? Oder was? So, wo kommt er raus? Das erfahrt ihr nie. Ich will nur mein Ei durchbringen. Der will durch den Schlamm. Ich bin neu gewordene Mutter, lass mich. Der will mich durch den Schlamm gehen. Da oben steht eine Pestilenz. Aber ich hab mitgedacht. Ah, Kacke! Das darf doch nicht. Ich hab mitgedacht. Ich muss es schaffen. Na, ah, verdammt. Die ist zu kurz. Lauf, kleiner Fettsack. Katze, beschützt mich. Wie nah ist die an dir vorbeigeflogen? Bitte, bitte, bitte. Ja. Wie lange der zum Klettern braucht. Warte, wo sind meine Bomben? Wo sind meine Bomben? Ich hab eine geile Idee. Versuch das jetzt mal. Wait. Wo ist er? Da. Komm her! Er will die Bombe auf mich werfen, von oben. Nein, gar nicht. Ja! Geh weg von mir! Nein, du Hässlichkeit! Lass mich in Frieden! Ich hab's fast Nein! Wer hat mich runtergeschossen? Das könnte durchaus ich gewesen sein. Ich hab ihn mit dem aufgeladenen Schuss. Nein, Kai hat gewonnen. Sunny und ich sind beide letzte. Wir haben nicht ein Ei durchgebracht. Aber ich hätte es fast geschafft. Also, ich hab's zumindest weiter geschafft als Sunny beim zweiten Mal. Und auch beim ersten. Ich nehme das als persönlichen Sieg. Also beim zweiten Run habe ich es ungefähr so weit geschafft wie du beim ersten. Und beim ersten habe ich es halt doppelt so weit geschafft wie du beim ersten und zweiten. Also ich fand die Idee echt gut, dass ich dir mit der Giftkröte einen Timer setze, in der du da hoch musst. Ja, ich habe die aber halt schon leider weit vorher und gesehen und bin einfach drumherum. Also Leute, ihr habt den Sieger. Nee, du bist in die Giftkröte rein. Kai ist Platz 1. Ihr könnt selber entscheiden, jetzt von der Reichweite her, ob ich oder Sunny gewonnen habe. Vielleicht machen wir das hier nochmal, nur in der Red-Time-Version, sobald wir es freigeschaltet haben. Das wird dann noch lustiger, aber da machen wir dann vielleicht ein bisschen kürzer. Auf jeden Fall, wenn es gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.